Und damit herzlich willkommen zurück hier zu Resident Evil Village. Hier sind wir letztes Mal stehen geblieben und wir haben den Schlüssel des Geigenbauers. Hierfür haben wir nichts, nüpp. Aber was können wir da aufs Grab legen? Nur eine Brunnenkurbel. Komm, dann benutzen wir die hier. Können wir die eigentlich überall benutzen oder bleibt die im Madalena-Kopf? Okay. Haben wir die jetzt wieder? Gucken wir mal. Perfekt. So, wenn es euch gefällt, lasst gern eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Hier gibt es nicht. Haben wir hier alles? Irgendwas gibt es hier noch. Ach ja, hier das Spiel. Naja, gehen wir mal weiter. So, hier geht's zur Hängebrücke. Aber was können wir da rauflegen? Ich dachte vielleicht die Puppe Angie. So. Ja. So, Moni, naja. Sieht nicht allzu gut aus. Jetzt haben wir noch Moreau und Heisenberg. Die letzten zwei Grafen. Ja, was sind das hier für Viecher? Die kommen jetzt erst, ne, nachdem wir die Puppe besiegt haben. Kristallner Schädel, wo? Immer her damit, alles mein Geld. Der ist auf die Fresse gefallen. Bruder. Die Toten erheben sich. Nochmal 7 Pistolenmuni, naja. Was ist denn euer Problem, Leute? Was ist denn Metallreste? Boah, in Heisenbergs Fabrik, ne? Dafür brauchen wir echt eigentlich eine Menge Muni. So. Können wir noch ein bisschen was herstellen? Sniper-Muni nur. 3 Schüsse, die Pump, das ist halt gar nicht. Ne? So, jetzt gehen wir erstmal zum Duke. Duke, mein Freund. Kommt dir das vielleicht bekannt vor? So. 900. 28.000. 9.000. 1. Wild verkaufen wir auch mal. So. Vor dein Angie. Herzallerliebst. Porzellanpuppen sind sehr beliebt, weißt du? Mhm. Herzallerliebst von wegen, ne? So. Ich könnte mir halt die hier holen, ne? Aber was ist das? Exklusivgeschoss. Eine interessante Wahl. Blendgeschoss. Nehmen wir auch mal mit. So. Wie steht's um deine Feuerkraft? Ich biete jetzt auch erweiterte Waffenmodifikationen. Blendenmunition. Wir haben doch eben noch eine andere Flinte gefunden. Zutaten, sonstiges, Heilung. Das hier ist die. Wir haben die hier gefunden. Ich muss kurz mal was gucken. Ne, das hier. 760. 800, wenn die ist. Moment, bitte. Die hier ist definitiv besser. Dann verkaufen wir die andere schon mal. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Ja, ja. Glaub mir, mein Freund. Ja, ja. So. Huch. Dann verkaufen wir die hier. 30.000. Ja. Brauchst du es nicht mehr? Nö. Oder ich habe eine bessere gefunden. So. Magazingröße. Nein. Ach komm, dann pimpt man die hier richtig auf. Als sie vielleicht aussehen. Hier haben wir alles. 9.000, das hier nochmal. So. Gut, jetzt haben wir noch den Schlüssel des Geigenbauers. Wo waren das? Kirsche? Hm. Warte mal. Ich speichere lieber mal. So. Wir speichern hier. So. Wir wissen, ich weiß ja nicht, was im Dorf hier abgeht.
Zeremonieblatt. Es war irgendwo oben, ne? Ich glaube, hier drüben war das. Oh, guck mal, Schießpulver. Weil ich vorhin total übersehen, haben wir hier noch was drin? Hier. Weil irgendwo kamen wir nämlich nicht rein. Ne, hier war das nicht. Wo waren das denn hier? Do not enter. Liegt da eigentlich noch meine Muni, die ich damals da gelassen habe? Nö, leider nicht. Ich weiß, dass irgendwo noch eine Tür zu war. Von der anderen Seite. Dann benutzt man hier die Brunnenkuppel auch nochmal. Wenn wir schon mal hier sind. Noch ein Dietrich, okay. So. Mal gucken, ob die Werwölfe wieder kommen. Lycans, die sind die, glaube ich. Schuss dafür. Gibt's hier eigentlich noch was drin? Von der anderen Seite was drin? Nö, hier gibt's nicht. Hier gibt's nicht. Ich glaube, das war das hier. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Warum hatte der den Schlüssel? Happy Birthday. Pistolenmunik, ob es hier was gibt. Warte mal. 27.09.17. Okay. 27.09. 17. Stimmt's? Ja. Oh, was ist hier drin? Oh, erweitertes Magazin für unsere Sniper. Ui. Teil ausrüsten. Nice. Wie viel haben wir jetzt? Jetzt sind wir 11 Kugeln drin. Eine flüssige Chemie. Gibt es hier sonst was? Nope. Hier hinten haben wir noch einen Schatz, aber. So. Dann haben wir das hier auch geplündert. Dann können wir eigentlich auch hier wieder rausgehen. Dann machen wir uns auf den Weg Richtung Monroe. Oder Monroe. Monroe oder wie der heißt. I don't know. So, hier ist halt noch was, aber. Ich weiß nicht, ob ich hier reinkomme. Hier ist noch irgendwas drin. Ah, nochmal Pistolenmuni. Ja, jetzt ist leer. So, warte mal. Und hier drüben gibt es auch noch was. Ah, da haben wir auch noch was mit Dietrich geöffnet. So. Wo ist denn das jetzt hier lang? Aber hier komme ich gar nicht mal hin, ne? Hier ist verschlossen. Komme ich von hier irgendwie vielleicht da durch? Nö. Gibt es hier was drin? Hier gibt es auch noch was drin. Okay, dann benutzen wir mal Dietrich. Wir haben ja drei. Machen wir auf. Na? Oh ja, Flintenmuni. 7 Schuss. Ui, Flintmuni ist echt nice. So. Aber wie komme ich da hin? Und hier oben in der Kirche. Hier geht es zum Schloss Dimitrescu.
dann gehen wir mal zurück. Moin, Ju. Oh ja. 14.000. Hm. 8.000 verbesserter Griff. Für Jean. Mhm. Ah, 8K haben wir nur noch, ne? Er hat aber leider gerade auch keine Muni mehr für mich, ne? Na, ja, gut. Essen ist Leben. Ja, so siehst du auch aus, Bruder. So. Und dann gehen wir da rein. So. Ach du Scheiße. Ach du grüne neue Leck. Aua. Schieß doch zurück, Ethan. Er hat eine Knarre und schießt nicht. Was ist denn mit ihm? Digga. Du hässliches Misti, Alter. Ich bin schwer verletzt. Lange halte ich nicht mehr durch. Ich höre ihn draußen auf und ab gehen. Er hat nicht mal gezuckt, als ich auf ihn geschossen habe. Und jetzt spielt er mit mir. Das ist kein normaler Wolf. Aber ich verkrieche mich nicht wie ein feiger Hund. Wenn ich es zu den alten Wassermühlen schaffe, kann ich ihn stoppen. Ich kann dich beschützen. Es ist ja nicht weit. Verdammt, mir ist so kalt. Ich kann meine Beine nicht mehr. Es tut mir leid, Luisa. Bitte vergib mir. Und Kraut, war das Luisas Mann? Alter, dieses Mistvieh, Alter. Aber wie kann Ethan das alles aushalten? Na, gefällt dir das? What the? Ernsthaft, der kann ja hochspringen. Damn, Alter. Haben wir ihn? Oh, Alter. Digga, der kann einfach hier hochspringen. Wer ist er denn? Superman oder was? Ach du Scheiße, wir müssen hier definitiv vorsichtig sein, ne? Eieiei. Haben wir hier die Brunnenkuppel? Nope. Wäre ja auch so einfach gewesen, ne? Okay, hier dann. Hier kommen wir nicht durch. Ich will mich hier auf jeden Fall noch gut umsehen. Weil den Loot, was wir hier finden, können wir echt gut gebrauchen, denke ich mal. Wir haben ja gesehen, was hier für Viecher auf uns lauern. Hier schon geplündert. Schießpulver. Wo geht's denn da lang? Gibt's hier irgendwas? Rostige Reste. Jetzt sind wir wieder hier, okay? Wow. Dieses. Waren wir hier am Anfang nicht? Hier waren wir doch ganz am Anfang, ne? So. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr, ne? Ja, doch, das war, als wir hier am ganz am Anfang, als wir hier ins Dorf gekommen sind, also war das dann hier. Oh, ich habe keine Ahnung, wo ich hier überhaupt hin muss. Hier ist nichts mehr. Hier geht es nicht weiter.
Kann man da eine Rohrbombe hinwerfen? So, warte mal, wie kann man eigentlich das hier? So, was ist denn das? Ein Granatwerfer oder was? Den habe ich noch nicht. Leider so. Wir müssen zur Mühle. Dann kann er ihn aufhalten, hat er geschrieben. Ja. Hochklettern. Wenigstens mal einer, der die Leitern hochklettern kann, wenn unten die Stufe fehlt. Es tut mir leid. Aber ich brauche euer Fleisch. Ich brauche das Geld. So, was gibt's hier? Hier können wir speichern. Können wir das machen? So. Foto eines seltsamen Tieres. Huch. Können wir ein bisschen Muni herstellen? Ja. Wir hatten so viel Muni, ne? Wo geht's denn jetzt schon wieder hin? Digga, was ist denn das jetzt hier schon wieder? Was? Ich wollte nach oben. Nicht schon wieder ein Aufzug, Alter. Wenn jetzt schon wieder die scheiß Puppe kommt, wir haben die doch besiegt. Oder wieder so Psychospielchen, Alter. Das ist so ein fettes Riesenbaby, habe ich gar keinen Bock drauf. Och nö. Laden wir hier die Wummen nach. Gleich mal Schubs und unsere Waffen sind wieder weg. Irgendeine Mine ist das. Hm. Ach du Scheiße. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Hier kommen wir auch nicht hin. Hier kommen wir auch nicht hoch. Aber hier gibt es noch irgendwo was. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier für eine kranke Scheiße? Fernseher an. Da ist er. Tomorrow, oder wie der heißt. Das ging ja leicht. Mutter Miranda, ich würde alles für dich tun. Ich nehme mir das mal. Halt! Was machst du mit Mutters geliebten Kind? Sie ist nicht ihr Kind. Mehr hast du nicht zu sagen? Was meinst du mit ihr geliebtes Kind? Mutter will ihr Kind zurück. Verarsch mich nicht! Warte, bitte, wenn du das nimmst, lachen die anderen über mich. Aber wenn ich mich besser schlage, wen interessiert's? Warte, noch ein bisschen, bitte. Warte, Digga, was? Du bist dumm, du redest zu viel. Warte, Digga, was denn übel sind? Was? Der Eingang ist dich. Was soll das? Das ist mein Revier. Und ich lass dich nicht gehen. Ja, super. Psycho. Gießen wir uns einfach durch, oder? Doch.
Bruder, ich habe keine Lust auf dich. Komm hier, Gegner. Geh mal hier durch. Wie komme ich hier raus? Okay, wir sind draußen. Puh. Okay, wir haben ja alles. Jetzt könnte man ja eigentlich gehen, ne? Sei so gut und bring den Bootschlüssel zurück in die Hütte in der Mine. Hans ist tot. Als ist erstmal Schluss mit Fischfang. Ich meine, wir wissen doch alle, dass sein Tod kein Unfall war. Er wurde sein Boot von einem Riesen. Und zurück in die Mine. Es wäre so leicht gewesen. Es wäre einfach so leicht gewesen. Nö, wieder zurück in irgendeine Hütte. Aber wo? Wo ist hier eine Hütte? Hier vielleicht? Komm ich hier weiter? Hm. Hier geht's raus. Wie komme ich da rüber? Also wir brauchen irgendeine Hütte in der Mitte der Mine, glaube ich, ne? Hier geht's halt wieder zurück zu ihm. Ist er noch da? Ha. Hier geht's nicht weiter. Wie komme ich denn da hinten hin? Hier geht's auch nicht weiter. Wie kommen wir denn da? Ach, natürlich, ich bin ja auch blind manchmal. Aber irgendwas lauert hier doch bestimmt mal auf uns, oder? Kann doch nicht sein, dass es hier so wenig Gegner gibt. Das war so dämmend, klar. Ich sag ja, irgendwas lauert hier noch auf uns. Stirb! Digga, die halten einiges aus, ne? Brutal. Meine Pistole ist halt auch fast aufgepimpt komplett. Und die halten schon echt viel aus. Ja, Pistolenmuni, nice. Tschüss. Ja, schon wieder. What the fuck? Er hat mich einfach durch das Ding gebrochen, ne? Shit, ich hab keine Rohrbombe mehr, ne? Nicht mehr eine Hesse. Fuck. Oh fuck. Digga, sind es viele, Mann. Bruder. Ernsthaft? Oh fuck, Mann. Ich hab noch einen. Oh shit. Oh. Boah, ich hab keine Pump-Muni mehr. Jetzt habe ich ein dickes Problem. Digga! Oh, ich brauch's mal. Alter!
Was hält das Vieh aus, Alter? Oh, wir haben's. Digga. Perfekter kristallener Schädel. Ja, am Arsch, Alter. Legumio. Rotschlüssel. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich wegrennen soll. Ich dachte, ich habe den Schlüssel, aber hat ihn dann doch, ne? Zum Glück. Oh, nochmal Flintenmoney. Kann man das runterschießen? Nö. Puh. Ei. Das war gerade echt ein Krampf, Alter. Boah, meine Muni sieht halt auch wieder richtig scheiße aus, ne? Die sieht halt richtig kacke aus. Aber warum können wir uns denn einfach verpissen? Wir haben doch unseren Ciao. Eben war noch keine da, Digga, wo kommen die denn her? Schießpulver. Stellen wir das schon mal her. So, jetzt speichern wir erstmal. Als ob ich hier nicht speichern kann, what the fuck? Ich kann hier echt nicht speichern, ne? Na ja, gut, dann ab mit dem Boot. Stausee. Boah, Digga, hier ist überall dieses klebrige Zeug von ihm. Boah, ist ekelhaft. Oh, what the fuck? Was war das? Ich hab keine Ahnung, Ethan, Bruder. Boah, hier geht's dann weiter, ne? Müssen wir dann. Wahrscheinlich müssen wir das da aufmachen. Alter. Ich weiß gar nicht, ob wir hier richtig sind. Ich würde halt langsam echt gerne mal speichern. Was ist das denn? Eine Forschungsstation? Was läuft hier für ein kranker Scheiß? Runter von mir! Halt still, verdammt! Ethan! Hätte nicht gedacht, dass du es so weit schaffst. Wäre doch schade, wenn dir jetzt was zustieße. Ach ja? So schade wie bei mir? Na los doch, bring's zu Ende. Hey Boss, die Bewegungssensoren schlagen Alarm. Wir sollten weiter. Die Sensoren? Wo genau? Unbekannt. Schätze mal, wir waren zu lange hier und Miranda weiß es. Hey, sagtest du Miranda? Was wisst ihr noch? Vergiss es, Ethan, das ist eine Nummer zu groß für dich. Was hat die Probe ergeben? Ist definitiv mit dem Pilz verwandt. Du hältst dich aus der Sache raus. Welche Sache? Ach du Scheiße. Was macht denn Chris hier? Oh, er. Shit, bleib weg. Das ist er, oder was? Der Ausgang ist geflutet. Keine Chance. Ich hab keine Zeit für dich. Zu spät. Miranda bereitet die Zeremonie bereits vor. Hat sie dich geschickt, um mich aufzuhalten? Dass ich nicht lache. Sag das nicht. Das ist unfair. Ich gehöre an ihre Seite, nicht du. Was laberst du?
Was ist los mit dir, Mann? Dem wachsen Tentakel, Alter. Okay. Scheiße. Der jagt uns jetzt, oder was? Ach, du grüne Neune. Okay, erstmal Land. Land sind wir erstmal sicher. Hoffe ich mal. Alter. Was jetzt? Jetzt würde ich erstmal gerne speichern. Geflutet. Hört nach Haus. Ach, der Duke. Ich dachte mir, was ist das so? Dann speichern wir hier, Mann. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschö mit Ö.